Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Heute geht es nämlich um die Mythic Plus Chest, die ich jetzt fast die Woche vergessen hätte. Ich habe mit meinem Char mal wieder, ich glaube ein 10er müsste es auf jeden Fall sein, genau, ein 10er Key habe ich gespielt und ja, gucken wir mal, was ich an Loot rauskriege. Ideal wäre eigentlich ein gutes Trinket. Ich habe zwar zwei Stück, die 3,85 sind, aber ich habe jetzt noch nicht so die idealen Trinkets und wir gucken mal, was ich aus der Kiste rausziehe. Das restliche Gear ist eigentlich relativ gut. Was habe ich denn? Ich habe ein Trinket rausgezogen. Schau mal an. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Das müsste ich mal durchtesten. Aber Trinket ist immer gut. Eure Angriffe tot voraus. Okay, zum Markieren. Eure Crit 10 Sekunden lang erhöht. 5-mal stark. Ja gut, Crit ist jetzt nicht unbedingt krass. Wobei, jetzt ist halt die Frage, wie oft es procken kann. Das steht jetzt hier nicht dazu dabei, ne? Gut, ich krieg halt 5 mal quasi 150. Das ist schon relativ viel Crit. Es kommt jetzt halt immer drauf an, wie oft es quasi procken kann, ob das gut ist. Ich muss das mal ein bisschen ausprobieren oder dementsprechend durchsimmen. Aber auf jeden Fall schon mal eine Sache, die eventuell gut sein kann, ne? Ich habe jetzt nicht mehr die Kanone an. Hier, die hätte ich ja davor angehabt, weil die, ja, weil der Effekt relativ gering ist. Hab mich jetzt hier für das Ding aus Freehold entschieden, was mit Sets prockt, weil das prockt ziemlich häufig und eventuell ist, ja, das vielleicht sogar besser. Mal gucken, müsste ich mal ausprobieren, wenn es ähnlich oft bzw. öfter prockt, dann kann es sicher eine bessere Variante sein, weil es halt auch ein bisschen höher vom Item-Level ist und ja, damit auch allein die Agi schon mal einen Ticken höher ist. Aber ja, muss ich ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall eine Sache, die wir eventuell brauchen kann. Mich würde interessieren, was ihr so rausgezogen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.